Wisst ihr, was das ist? Ein Sommer-Gin. Und wisst ihr, wo ich mir den gerade angucke? Bei der Firma Weinbremer in, wie heißt die Straße hier? Barfüßer Straße nicht. Liebe Frau Pieper, Ja. Sommer-Gin. Ich glaube, ich habe irgendwo auch den Namen Bastian Budde gelesen. Ja, richtig. Von der. Wieser Bergland Brennerei. Genau. Ja, der Sebastian Budde, der macht ja ganz tolle Brände und Spirituosen und Geiste. Und wir haben uns mit dem mal zusammengesetzt und haben unseren Sommergin kreiert. Vielleicht kennt ihr schon unseren Frühlingsgin oder unseren Wintergin. Genau. Und hier haben wir jetzt unseren Sommergin. Wird ja auch langsam Zeit, ne? Dass die Ja. Sonne so schön warm wird oder ist. Ja, genau. Wir haben hier kräftigen Wacholder, schwarze Johannisbeere, schöne Zitrusnoten von Limette und Orange. Und ja, wir finden ihn einfach ganz klasse. Und man kann ihn wirklich als super, als ja, Long Drink mit Tonic Water genießen. Oder wir haben eine neue Kreation ausprobiert mit einem schönen Rosé. Und zwar macht ihr ein Teil Gin, zwei Teile Wein und zwei Teile Tonic Water rein. Schön auf Eis würfeln Klingt ja und mal ein cool. Minzblatt dazu. Toll. Wunderbar. Und beim Tonic Water bin ich immer so, da weiß ich immer nicht genau, was für ein Tonic Water nehme ich denn eigentlich. Also ich trinke ja ganz cool, gerne mal zwischendurch einen Gin und beim Tonic Water habe ich festgestellt, gibt es unglaubliche Unterschiede. Genau richtig. Entweder ihr kommt zu uns, wir erzählen euch am besten, welches Tonic Water dazu passt, oder man probiert einfach aus. Weil jeder, wir haben alle individuelle Geschmäcker und jeder soll das trinken, was er am liebsten mag, würde ich sagen. Also ich halte euch das nochmal hin. Dieses hier ist der Rosé und der Gin. Und in den Teilen zu mischen. Eins, zwei und zwei davon. Und das Tonic Water dazu. Genau. Probiert das doch mal aus und schreibt uns doch mal, sagt doch mal was dazu, ob es euch geschmeckt hat oder ob ihr ein Tonic Water habt, bei dem ihr sagt, vielleicht könnt ihr das auch mal mit ausprobieren. Auf jeden Fall finde ich es eine super Empfehlung mal wieder. Und von wem habe ich die gekriegt? Von der lieben Frau Pieper. Ja. Von der Firma Weinbremer in der Barfüßerstraße. Barfüßer. Genau. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.